Wir hatten ja vorhin das Thema Pflege schon besprochen. Da muss sich offenkundig einiges ändern, aber nicht nur dort. Am besten ja die ganze Welt. Unser Zusammenleben neu denken, das findet Maja Göpel. Sie ist Politökonomin und Autorin und hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen. Darin finden sich konkrete Vorschläge, wie es besser laufen kann. Gleich sprechen wir mit ihr darüber, zunächst aber hier erstmal ein paar Informationen. Wir können auch anders, Buchtitel und Credo von Maja Göpel. Die Politökonomin und Transformationsforscherin will die Welt verändern, zu einer besseren. Nach ihrem Bestseller Die Welt neu denken liefert sie nun eine Anleitung zum Handeln. 8 Milliarden Menschen, extremer Ressourcenverbrauch, ökologische und soziale Kipppunkte sind erreicht. Unsere Welt stehe vor großen Transformationen, vergleichbar mit der Erfindung des Ackerbaus und der Industrialisierung, meint Maja Göpel. Krisen sieht sie als Chancen, aber es gehe um nichts weniger als um einen Systemumbau. Doch das System ist komplex und mehr als die Summe seiner Teile. Beispiel: Einfach Verbrennungsmotoren durch Elektroautos zu ersetzen, hilft nicht. Das Ziel muss klar sein. Wollen wir eine auto- oder menschenfreundliche Stadt? Wir müssen anders wachsen, anders lernen, anders miteinander umgehen, kurz die Spielregeln ändern. Doch wer ist eigentlich wir? Wir müssen definieren, wer wir sein wollen, sagt Maja Göpel. Und das Buch heißt, wir können auch anders, aber jetzt müssen wir auch anders, ganz kurz. Wir verschieben das Interview Gespräch mit Maja Göpel noch um 2 kleine Minütchen und zeigen Ihnen jetzt erst einmal noch ganz kurz unsere Szene von heute. Bei der Tribute to Bambi Gala geht es traditionellerweise um Charity für Kinder. Klare Themenverfehlung also bei der Wahl der Garderobe einiger Gäste auf dem roten Teppich gestern Abend in Berlin. Herz zeigen ist eben Auslegungssache. Anderen war es wohl ein großes Anliegen, am Spendenabend zu demonstrieren, dass sie einiges zu geben haben. Aber mal Klunker beiseite und Realitätscheck. Natürlich nimmt das einen mit und man ist sich durchaus bewusst, dass das hier eine sehr privilegierte Illusion ist und dass das echte Leben vieler Menschen nicht so aussieht. Und da sind viele Menschen auch ganz froh drum. Aber zurück zu den Kindern. Kommt man bei all dem Glitzer auf die traurigen Schicksale überhaupt klar? Heulen gehört zum Leben. Das wäre merkwürdig, oder? Wenn man sich nicht berühren lassen könnte. Seit 16 Jahren waren sie das verlässliche Glamour-Traumpaar, Giselle auf dem Laufsteg, Tom als Star Quarterback in der NFL, beide zusammen entweder auf dem roten Teppich oder zu Hause im Familienglück, die Beckhams des amerikanischen Kontinents. Doch seit Vollendung des verflixten 13. Ehejahres soll es kriseln im Hause Bündchen Brady. Jetzt nähert sich die Beziehung endgültig der Endzone. Scheidungsanwälte sollen eingeschaltet worden sein, die Öffentlichkeit macht sich bereit für die nächste große Schlammschlacht. Schmutzig spielen können die Eheleute aus Berufsgründen sicher beide. Das war's dann mit dem Bündchen fürs Leben. So. Jetzt wir gucken hier uns schon ein bisschen um, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir müssen noch ein bisschen Zeit überbrücken. So ist das manchmal beim Live-Fernsehen, wenn man im Verkehr stecken bleibt. Ja, im Verkehr stecken bleibt oder auch den Zug nimmt. Auf jeden Fall gab es ein paar Anreiseschwierigkeiten. Maja Göpel ist aber schon in bei den uns im Studio. Wird gleich da sein. Und zwar zu ihrem Buch Wir können auch anders. Und das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Diesen Titel, den hat sie sich geliehen, muss man sagen. Und zwar von keinem geringeren als von Detlef Buck, den Sie mit Sicherheit auch kennen. Und in der Komödie von Detlef Buck geht es um 2 trottelige analphabetische Brüder. Warum, wieso, weshalb, das können wir Sie jetzt fragen. Maja Göpel, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Wunderbar ins Bild geschlichen, so soll es sein. Sehr gut. Aufbruch in die Welt von morgen, aber offensichtlich nicht mit der Bahn. Aber trotzdem sollen wir alle umsteigen. Was hat es mit dem Buch auf sich? Naja, das Buch versucht halt 2 Dinge zu machen. Einmal zu sagen, lasst uns mal ehrlich hingucken. Lasst uns jetzt diese ganze Ressourcenfrage wirklich nach vorne schieben. Und dann können wir auch die Probleme lösen. Also lasst uns nicht so tun, als könnten wir maximal das Gleiche an Kohle etc. weiter verstromen, maximal das Gleiche aus den Böden rausholen, maximal mit der Industrie so weitermachen wie vorher. Mhm. Wenn wir das einmal anerkannt haben und ehrlich bilanzieren, können wir nämlich die richtigen Lösungen finden. Eine zirkuläre Wirtschaft aufzubauen, eine regenerative Landwirtschaft aufzubauen, mittelfristig ein super funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem und von einem richtig viele gute Jobs
Und das ist ja eben so diese Sache, wie kommen wir aus dieser Angstsituation, alles wird nicht mehr, in einen klaren Fokus drauf, was dadurch entstehen kann, wenn wir ein paar Dinge loslassen. Das versucht das Buch. Das ist natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick unfassbar viel Information und ganz, ganz dicht, was Sie da beschreiben, vor allem, wenn man auch noch ein bisschen außer Atem ist. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und wir können auch anders. Soll das eine Ermutigung oder eine Drohung sein? Nee, also absolute Ermutigung, weil ich glaube, dass das so wichtig ist. Ich finde, wenn wir uns so den Dialog im Moment, es ist ja kaum mehr einer, sondern irgendwie diese aufgeheizte Debatte in der Gesellschaft angucken, ist ja immer der Fokus auf, die Leute wollen nicht, wir können nicht, die anderen wollen nicht. Und mir ist so wichtig zu zeigen, dass ganz viele in dieser Gesellschaft sehr wohl wollen und ganz viele auch gerne mitmachen möchten und so ein bisschen eher suchen, wo ist denn eigentlich der Angriffspunkt, wo ich was beitragen kann. Und deshalb geht das Buch von so Strukturen, wie können wir in der Technologieentwicklung was ändern, wie können wir in der Bildung was ändern, wie können wir in der Art, wie wir Demokratie und Politik organisieren, was verändern, Stadtplanung ändern, bis hin, was können wir jeden Tag dazu beitragen, dass das Miteinander wieder freundlicher wird und wir uns motivieren, anstatt uns gegenseitig die ganze Zeit zu erklären, warum du schuld bist und der sowieso nicht mitgehen wird und wir uns damit so paralysieren. Und das ist ja so wichtig, heute hochzuhalten. Ja, vor allen Dingen die Tonalität, darauf zielt ja die Frage auch ab, ist wichtig, weil manche machen sofort dicht, wenn sie das Gefühl haben, oh, ich muss noch mehr verzichten, noch mehr Verbote. Und das Buch soll, glaube ich, auch ein bisschen Lust darauf machen, die Welt neu zu gestalten. Sehen Sie denn jetzt in der Krise, und wir haben den Krieg, wir haben Krisen und so weiter und so fort, auch eine Chance vielleicht jetzt aktuell? Also ich komme ja aus der Nachhaltigkeitsforschung und da haben wir uns ja sehr lange bemüht zu sagen, lasst uns mit diesem Planeten besser umgehen, weil sonst kommen diese Krisen. Ist ja nicht so, dass nicht auch Ressourcenfragen mit Kriegsfragen zusammenhängen. Und genau deshalb ist jetzt die Einladung zu sagen, lasst uns nicht mehr weiter so tun, als hätten wir da kein Problem, sondern tatsächlich wirklich auch die Strukturen uns von denen befreien. Das ist ja das Verrückte. Wir reden immer von Verboten, wenn wir was verändern wollen. Aber viel haben neue Regulierungen ja auch erstmal Dinge ermöglicht. Frauenrechte, das ist ja nur eins der besten Beispiele. Wieso machen wir es den Unternehmen nicht leichter, die heute schon nachhaltig wirtschaften wollen? Momentan haben sie es schwerer. Wieso machen wir nicht Bildungssysteme ganz klar, sodass Menschen dazu ausgebildet werden, Akteure zu werden und sich zutrauen, diese Welt zu gestalten? Fehlt. Obwohl wir das an vielen Punkten sind wir strukturell hinterher, hinter dem, was wir sagen, was wir eigentlich also auch so ein verändern bisschen, möchten. Die Krise als Chance begreifen, ist ja so ein bisschen das, was dahinter steht. Und nur weil ich es gerade schon angesprochen hatte, zum Schluss eine kurze Frage. Geliehen haben Sie sich Ihren Titel von Detlef Buck. Warum? Na, wir haben ein bisschen gesucht, wie kriegen wir denn einen, der Lust macht, ohne so ein bisschen wischiwaschi zu werden. Und er hat dann einfach ganz toll reagiert und hat gesagt, Frau Göpel, dem Film ging es auch ums Aufbrechen von verkrusteten Strukturen, also Befreiung statt Verbote, einfach Regeln ändern. Und dann können wir auch anders. Und deswegen hat er da sofort zugesagt. Perfekt. Also ein Buch über die Transformation, wie sie gelingen kann und man kann schon sagen, wie sie eigentlich auch gelingen muss. Maja Göpel, vielen Dank für den Besuch. Sehr gespannt auf das Buch. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Danke. Nicht immer bequem. Danke. Haben wir heute fürs Reinrauschen.